ich muss euch noch was erzählen. Ich habe ja jetzt, ich war fast 2 Wochen über meinen Haarschnitt. Also ich gehe alle 3 Wochen zum Friseur. Den kennt ihr ja schon, Peter Baron, Hauptstraße 66, 657 Mannshof an. Gute Mann. Ich hatte schon Kopfschmerzen. Mann, die Haare, ich sah aus wie, also das müsst ihr euch vorstellen, der Haar war ganz viel oben drauf und ich sah aus wie so ein Fischpresskopf. Ja. Das ist am Gericht, das machen wir irgendwann mal demnächst. Ja. Und das ist schön. Ich sage ja, alle Leute gehen zu den Weight Watchers, ich gehe zum Friseur. Also so habe ich mich heute gefühlt. Ja. Also ich war danach wirklich erleichtert. Das muss ich jetzt mal loswerden. Außerdem habe ich mir gerade noch ein paar Augentropfen reingemacht. Ich habe hier voll die Allergie. Also es ist nicht hier, dass mir jetzt schon alle bedröhnt hätte. Also ich bin einfach nur so hier allergisch, ich habe schon rote Augen. Aber ja, ich, das hätte ich dich jetzt eh gefragt. Ob du gekifft hast. Das wirkt bei mir eh nicht. Ich bin doch, das weiß doch jeder, dass ich bin THC-resistent. Also wirklich jetzt, ohne Scheiß. Wirklich jetzt. Echt? Ja, es ist so. Also was machen wir denn heute? Wir machen heute ein ganz klassisches Nudelgericht. Und zwar alles ohne Messer. Unfassbar. Uns kostet auch wenig Geld. Wir machen heute, was machen wir heute? TH. Quatsch! Bavette Carbonara. Hier ist Wasser gekocht. Machen wir gerade Pause. Warte mal, ich bin gleich wieder da. Also, wir machen heute eigentlich Spaghetti Carbonara, aber auf besonderen Wunsch einer bestimmten Person. Mama, ist die jetzt gerade anwesend? Ja, ja, aber die steht hinter der Kamera. Achso. Okay. Weil ich finde Bavette einfach geiler. Ja. Abgesehen davon, also wir sind ja Kinder der, ach was weiß ich, 80er Jahre italienische Küche. Das heißt, wenn wir Carbonara gegessen haben, oder auch Tortellini Panna, das war, na gut, Tortellini Panna ist, glaube ich, wieder was alles, aber Carbonara war aber wie Panna, nämlich Sahnesoße. Dabei ist es genau andersrum. Eigentlich, es gibt Regionen in Italien, das wird nur gemacht hier mit aufgeschlagenem Ei. Ich mache das jetzt schon mal hier vor. Ich habe jetzt hier 4 Klicke genommen. Wir sind 3 Personen heute. 4 mittelgroße Klicke. Einfach hier ein bisschen wie Omelette, klar, das war's. So. Und jetzt kommt was ganz, ganz Böses, sagen die. Ich mache jetzt hier einen Schluck Sahne rein. Das habe ich aber mal im Fernsehen gesehen. Und zwar im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Haben sie italienisches Restaurant irgendwo in der Berge da mal Porträt gemacht. Und der hat gesagt, weißt du was, ich mache da noch ein bisschen Sahne. Dann ungefähr so viel, so Schlückchen. Ja. Dann jetzt hier wieder durchgemengt. Und warum macht er das? Es wird einfach noch ein bisschen geschmeidiger und cremiger. Ja. Aber nicht so viel, ne? Sonst haben wir ja wieder das, was wir da gesagt haben. So, übrigens, nächste Ideologie. Hier haben wir Parmesan, Reggiano, und hier haben wir Parmesan. Wie heißt das nochmal? Der anderen Käse. Pandora. Der Pandora, nein, der Parmesan aus der Pan. Hier, ich hab's gleich, mach mal, stopp, ich geh mal in den Kühlschrank. So, wir haben jetzt hier auch so Philosophie, welcher Parmesan spielt besser? Parmesan, Reggiano, Parmesano. Ich persönlich mag den lieber. Warum? Hier, das sieht doch schon ganz anders aus. Der ist irgendwie feiner. Ja, der ist wahrscheinlich auch ein bisschen jünger. Jetzt haben wir hier den Parmigiano. Parmigiano. Hier, was ist das? Ich habe ein neues Wort erfunden. Parmesan. Ich habe es abgekürzt. Ne? Du musst mehr trinken. Ich muss mehr trinken. Also, da machen wir, weißt du was? Ist doch nicht wie bei der armen Leute. Ich habe da jetzt mal so ein Viertel von dem Parmesan, von so einem normalen Parmesan da reingemacht. Ich sag jetzt mal, das waren jetzt 2 gehäufte Esslöffel sind hier drin. Das ist mir noch zu wenig. Dann machen wir den anderen gehäuften auch noch rein. Das heißt, wir haben jetzt hier 3 schöne gehäufte Esslöffel von geriebenem Parmesan, in dem Fall Reggiano. Und am Schluss machen wir uns über die fertigen Spaghetti oder Bavette Carbonara den Gran Panadano. Das sind so Multikulti. So. Was habe ich gemacht? Deswegen wollte ich kein Messer. Ich habe einfach schon fertig geschnittene Bauchspeck genommen. Ja. Da kann man auch, also klar, original wäre es Pancetta. Der ist ein bisschen ja, würziger im Geschmack. Man kann aber auch Schinkenwürfel nehmen, was ihr wollt. Und ich habe jetzt einfach schon mal den fertig genommen. Da habe ich mir die Arbeit gespart. Ja. Ein bisschen schlau, gell? Ich bin so ein schlauer Kerl. Und während wir hier so babbeln, kocht das Wasser schon für die Nudeln. Kochwasser. Immer erst das Wasser kochen lassen und dann das Salz rein, weil sonst dauert es viel zu lang. Wenn ihr nämlich von Anfang an Salz da rein macht, dann verändert ihr den Siedepunkt und dann dauert es Äonen. Da sind schon Häuser entstanden. Ja. Wie lange man da warten muss. Ja. Ja. Das sind ganze Imperien. Ja, genau. Und machen wir jetzt hier eine ganze Packung. Bavette. Zack, zack. Ja, wie man Nudeln kocht, das wisst ihr ja. Ne? Hier, sag mal, Tetsch, wieso siehst du denn eigentlich jetzt heute so
aus mit, also wie bist du autonomer oder wie so ein Art Rapper oder was? Ja, Rapper ist es nicht, autonom ist es auch nicht. Und zwar, es ist die Nico Semrod Gedächtnisgarderobe. Der Nico Semrod ist ja EU-Parlamentarier für die Partei. Und er hatte heute bei der Wahl der Ursula von Leyen einen schönen Auftritt gehabt. Kann man im Web auch nachgucken, sehr, sehr schön. Und der Mann, der macht das gut. Das gefällt mir. Das war wirklich okay. Und das soll eine kleine Würdigung sein. Aber darum geht es uns natürlich jetzt hier nicht. Hier war es jetzt hier politische Aussage. Nein, das ist mit der Politik. Wer ist das denn überhaupt? Ja? Wer ist denn eigentlich die Ursula? Die Ursula, der Dingsbums da, das ist diese... Das wird's böse. Nein, du sagst jetzt, mehr. Okay, gut, alles weiter. Komm, ja. Komm, hier, mach mal, was trinkt man eigentlich heute zu den Bavette Carbonara? Genau, also wir fangen erstmal an mit einer sogenannten Getränkebrücke und zwar während der Zubereitungsphase haben wir hier erstmal am Start einen schönen Rosé von Tobias und Björn Knewitz aus Appenheim. Das Zeug erfrischt wirklich sehr schön mit eine eher mineralische Note, nicht ganz so fruchtbetont, aber trotzdem mit klaren Aromen von Erdbeer und auch ein Hauch von Kirsch. Zur Bavette Carbonara selbst werden wir dann zwischen zwei Weinen wählen können. Zeig dir doch mal in die Kamera. Zum einen auch nochmal Knewitz, der Weiße Burgunder 2018. Ein wunderschöner Weißwein, der auch eher mineralisch betont ist. Und zum anderen von der Caroline Hoffmann und ihrem Weingut Wilhelms, ein Riesling von der Saar. Das ist deren, ich sag mal in Anführungsstrichen, kleiner Gutswein. Was diese Weine allesamt verbindet, sie sind halt nicht unbedingt so die Fruchtbomben, sondern sie haben eher so eine wirklich kantige und mineralische Note, sind eher schlank, haben eine betonte Säure. Und diese betonte Säure ist eigentlich ganz wichtig in dem Moment, wenn man halt eher Sahniges und Cremiges am Start hat. Das heißt, mit den Weinen wollen wir ein kleines Gegengewicht erzeugen. Sehr schön. Also ich persönlich hätte es wirklich... Also nicht besser jetzt also auch da bieten können vor allen Dingen. Ne? Das ist sehr lieb. Diese Träumchen. So Leute, und weil wir das halt alles heute in einem Pott machen, schwenkt der JT nach dem Abseihen. Streichel auch nochmal ein bisschen. Das ist wichtig, hallo. Streichel den Boden. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Das ist wichtig dem Chakra. Wie dem Nudelchakra. Wegen dem Nudelchakra. Du musst quasi jetzt ein bisschen was von dem Nudelchakra wegnehmen. Jo. Damit das Bauchspeck-Chakra besser zur Geltung kommt. Das klingt... Also ich habe da ganz lange auch Studien, Feldforschung. Ja. Ja. Also ich habe ganz wirklich viel auf der Universität. Also haben wir das auch durchgespielt in Rollenspielen. Und was warst du da? Warst du eher die Nudel oder der Bauchspeck? Ich glaube, ich war der Bauchspeck. mach die Kamera aus! Also das habe ich hier jetzt so nicht kann. Die mache ich in den kalten Topf. So ein bisschen ähnlich wie wenn du Endbrust auf der Haut anbrätst, immer in den kalten Pfanne, weil da ist so viel Fett drin. Brauchst gar nicht. So, und hier ist auch so viel Fett dabei, da brauchen wir wirklich nichts, keine Handbrathilfe. So, das lassen wir jetzt ein bisschen aus. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Präferenzen. Also meine Frau, mein Mädchen, die hätte es gern immer schön kross. Ich finde, das darf nicht zu kross sein. Das muss also immer noch... Ja, genau, das sag ich doch, oder? Ist doch so, ja? Ja? Das muss so ein Mix sein, ja? So leicht kross, ja? So, und wenn wir dann soweit sind, dass es leicht kross ist, dann hauen wir uns die Nudeln da drunter. Und dann kann man da schon nochmal, wenn man mag, ein bisschen Salz, das kann man eigentlich später machen. Weil wir haben Salz da drin, wir haben Salz im Parmesano. Deswegen habe ich auch in die Nudelgeschichte, respektive in die Eiermasse, kein Salz getan. Das kann man später regulieren. Ja, da kommen die Nudeln drin und dann das Zeug. Hast du das gefilmt oder was? Ja, was ist jetzt dein Problem? Sag, kommt ihr die Scheiße geht nicht auf. Das ist... Ah, wisst ihr was? Da brauchen wir doch ein Messer. Es hilft doch nichts. Es hilft nichts. Ich kann das ja auch nicht leiden hier. Das ist furchtbar. So, wir haben jetzt entschlossen, oder beschlossen, es ist uns zu wenig Bauchspeck. Wir machen nochmal 100 Gramm dazu. Auf 500 Gramm Nudeln, 4 Eier in der Masse und 3
wirklich extrem gehäufte Löffel Parmesan Reggiano. So. Großartig. Sonst werde ich wieder geschimpft. Ich habe das nicht so klar genug gesagt. Nicht so bei. Naja, aber du weißt ja hier bei unserer Sendung. Ich habe das schon verstanden. Die Hälfte ist zu alt und die andere Hälfte hört nicht richtig zu. Das kannst du ohne Zahl. Nein. Wir haben ganz viele junge Menschen, die uns dazuhören. Ja, natürlich, ja? Ganz junge Menschen, klar. Nein, sorry. Einfach. Ja, letztes Jahr habe ich eine 17-Jährige getroffen. Ja. Ja. Die hat Timex gehabt, diese nachgekocht. Und zwar super. Hallo? Ja, hallo? Jetzt kommst du. Hier, du darfst weder an, wie nennst du das, Anwärter. Hier, du darfst weder Anwärter. Ja? Genau. Sag mal. Praktikant. Bist du Praktikant? Ich ja? Bin erstmal. Also, du bist jetzt der Meinung, dass das jetzt genau richtig ist. Ja? So finde ich es wirklich geil, weil dann hat nämlich das einzelne Pfefferstück auch noch ein bisschen. Aber ich geh da mal rein. Ihr passt mal auf. Ihr Freunde da draußen. Wenn ich das mir so in die Schnut tunk, ja, das ist wie, da könnte ich mir auch diesen Kauterback oder die Backe schieben. Ja, so ungefähr ist das genau das Gleiche. Du kriegst es ja noch ein bisschen feiner, aber ich finde, das darf auch noch ein bisschen grob sein, weil dann der Pfeffer noch ein bisschen mehr Biss hat und noch ein bisschen intensiver rüberkommt. Ja, ja, Pfeffer ist los, danke. So. Ja, aber jetzt nochmal viel. Ja, willst du jetzt noch was sagen? Ja, jetzt ich sehe aus wie Speckschwarz. Ich habe das falsche Make-up, ich weiß. Nein, das wollte ich, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Diese bitte hier öffnen Scheiße bei Plastikpackungen. Ja? Ja. Das ist der größte Fick, den die Industrie hinbekommt. Ja? Es funktioniert in der Regel nicht. Und wenn es aufreißt, reißt es meist ein. Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht. Das geht aber noch besser mit Fischdose. Das ist das Größte überhaupt. Ja? Fischdose mache ich nur einen Ganzkörper-Kondomanzug. Weil einmal voll zu oft gemacht, dann macht es Batsch und hast die ganze schöne, stinkige Fischkram in die ganze Fisch. Das ist ein Traum, oder? Ist ein Träumchen, ne? Gut, andere Leute schmieren sich damit ein. Was auch immer die damit bezwecken wollen, vielleicht irgendwo im Outback, ja, so ein Überlebenstraining, ne? Oder Rollenspiele. Oh. Oh. Wenn du so gehst, als Tomatenmarkt Wir sind gleich so weit, ich hab Hunger. Also den Topf habe ich jetzt vom Feuer genommen. Ach, jetzt schmeißen wir mal die ganze Nudel da rein. Ne? Das sind ja Bavette, ne? Ja, das sind Bavette, das hast du schon gesagt. Ne? Ja, die mag ich sehr. Du wolltest jetzt die Bavette haben. Das ist meine Lieblingsnudel. Mhm. Und jetzt kommt eigentlich der anstrengende Teil bei der ganzen Nummer. Als durchgehen. Erstmal ohne Hitze das Ganze hier mal hier so schön durchgenudelt. Man merkt schon, ihr müsst ein bisschen hier Arbeit leisten. Das schön unerheben. So, was ich jetzt hier schon mal mache, da kommt jetzt schon mal der Pfeffer drauf. Jawohl. Hier der Tomaso. Ja, hier, ich würde mal sagen, das reicht. Den Rest könnt ihr euch am Tisch machen. Das sieht ja schon mal gut aus. So. Und jetzt die Heumasse. Brauchst du jetzt noch die Hitze da? Erstmal nicht, weil sonst hätten wir hier ganz schön Rührei. Jeppe. Und auch jetzt heißt es schon wirklich Gas geben. Ja. Es gibt Leute, die sagen, okay, dass die Nudeln und das Fleisch, also das angebrannte Speck, dass es genug Hitze hätte, dass das hier schon ziemlich Fleisch am Start ist. Ich bin der Meinung, das ist nicht mehr so. Aber ihr solltet jetzt die Hitze wirklich nicht mehr so hoch haben. Ja, da kann man hier mal kurz drauf gehen. Und schwitzt es schon? Ja, oft. Oh, hier schwitzen mir ja die Fodeln, du. Jetzt schon mit dem Herd da so steht. So. Wir sind eigentlich, glaube ich, gleich durch, ja. Ja, damit es schöner aussieht. Das ist schon viel, ne? Ja, gut, das ist vielleicht ein bisschen viel. Ah, oh, das nimmt er nicht. Ja, da könnt ihr also anstatt den 4 Eier macht er halt 5 oder 6. Dann hat er natürlich noch mehr Creme. Ne? So. Der Rest bei Bedarf. Kann man jetzt auch hier nochmal ein bisschen Pfeffer. Ja. Das ist für die Glocke hier.
Und am Schluss einfach hier nochmal zack, 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 zack. Und fertig ist die Barbette Carbonara.